Tja, hallo Freunde. Ja, viele wollen ja natürlich wissen, warum macht dieser Ex-Muslim diese TikTok-Video und diese Hetze? Er nennt sich ja selber Hetzerei. Naja, das ist ja so, ich habe euch ja mal so einen Post gemacht auf TikTok von diesem Salvan Mumika aus Schweden. Der ist ja auch ein Ex-Muslim und hat halt auch täglich Videos gemacht, wo er den Islam so schlecht macht. Dann hat er noch den Koran verbrannt. Ja, das kann er natürlich nicht machen, die Eltern haben ja nur eins. Ja, und er hat selbst zugegeben, bevor er gesperrt wurde, hat er pro Tag 100 bis 300 Euro gemacht, also die Stunde wohlgemerkt. Ja? Ja, dann könnt ihr euch mal ausrechnen, was diese Amir Arapur da für Geld macht. Ja, der ist ja praktisch, ich weiß gar nicht, wann der zu Hause ist, ja, weil selbst wenn er zu Hause ist, macht er ja Videos. Also 10, 11 Stunden ist er ja mit seinem Hund im Bus, ja, und liefert ja. Ja, ich habe mal was zu erledigen, ihr Wundervollen, geht er kurz raus und dann übernimmt ein anderer. Jetzt seit ein paar Tagen, einer, der sich nennt Alvaro de Salvador. Man könnte natürlich auch das nennen Alvaro der Retter. Ja? Der ist jetzt auch Ex-Muslim. Was ich mich frage, ist, wann ist der überhaupt Christ geworden? Und wann war der überhaupt Moslem? Der ist von Kopf bis Fuß tätowiert, nennt sich wie ein Latino, also Alvaro de Salvador. Und also so ein Möchtegern mexikanische Kartellmitglied, ja, kann man sagen. Und der ist ja jetzt Christ geworden. Also ihr wisst, ihr kennt ja vielleicht diese mexikanische Kartelle. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Wenn nicht, dann seid lieber froh. Und naja, so nennt er sich. Ja, und dann hat mich natürlich überrascht, auch vor ein paar Tagen, als so ein Kind ihn anruft in seinem Bus und meint dann zu ihm: Hey Amir, gib mir Kamel-Ulin. Ich habe das jetzt mal asiatisch genannt. Ulin, sonst werde ich ja wieder gesperrt. Weil wenn ich Videos mache von diesen Amir-Ausschnitte und mache die dann, die praktisch bei TikTok laufen, und ich mache die dann in TikTok rein, dann werden sie komischerweise gesperrt. Aber auf den Live scheint niemand so viel Interesse zu haben von dieser TikTok-Community, also von diesen Mitarbeitern dort. Ja, und dann hat er diesen Jungen natürlich gleich rausgeschmissen und meint dann noch 12 Jahre alt, was der alles so macht. Ja, also er hat das ja von ihm gelernt. Was soll er denn dann machen? Ja, so, und dann ein paar Tage später ruft eine gewisse Sarah an, so ein junges Mädchen, die hatte sich verliebt in einen Moslem und wollte natürlich ein paar Sachen so wissen. Natürlich hat er die dann gleich fertig gemacht, wie man sich für den Islam entscheiden kann, egal ob der Freund jetzt Moslem ist oder nicht. Wie kann man sich darüber entscheiden? Das wäre so, wie wenn man sich als Hühnchen in KFC hingehen würde. Ja, und das ist KFC, ist ja der Laden, wo er sich seine Chicken Wings und Chicken Nuggets da immer holt von diesen misshandelten Tieren. Ja, und dann seine Community tut dann extra noch auf die Seite von dieser Sarah gehen und machen die total fertig mit Beleidigungen und so weiter. Also diese Christen beleidigen quasi dieses Mädchen, die momentan mit sich selbst hadert, was sie machen soll. Da muss man sich das schon mal vorstellen. Und dann meint der, dann beschwert sich das Mädchen und sagt: Ja, die beleidigen mich da alle, deine Community. Und dann meint der: Achte nicht auf die. Der wollte sagen, Idioten, höre auf das, was ich dir sage. Ja? Also, die sollen nicht auf seine Community hören, weil er hat schon selbst gemerkt, dass die nicht mehr alle Latten am Zaun hatten. Weil der muss sich ja auch denken, wie können die mir so viel Geschenke machen für nichts. Ja? Naja, gut. Das wollte ich, glaube ich, mal gesagt haben. Ja, und dieser Alvaro de Salvador, wie gesagt, der Retter, Alvaro der Retter. Der tut jetzt die Pausen füllen. Wenn der den Bus verlässt, weil er irgendeine Lieferung machen muss, dann übernimmt er quasi seit ein paar Tagen das Gespräch, ja, ihr Wundervollen. Ja, und so läuft das halt.
Und sein armer Hund, den er angeblich irgendwo mal gesagt hat, er wäre nicht dabei, hat man die letzten noch bellen gehört. Ja, der sitzt da auf seinem Beifahrersitz und kommt eigentlich kaum raus. Und die, wo so tun, die auf Jesus glauben oder an Jesus glauben, die müssten sich ja mal hinterfragen, diese arme Kreatur auf dem Beifahrersitz. Naja, was soll man dann sagen? Also mir bleibt die Sprache da einfach weg, wenn ich die so sehe. Das sind alles andere als Christen, nur mal für die anderen. Und dann rufen viele den immer an, auch Muslime, die scheinbar nicht selbst nicht so viel wissen, deswegen verstehe ich gar nicht, dass die überhaupt anrufen und nennen den dann kontinuierlich Bruder, Bruder, Bruder. Und dabei hat der Prophet Mohammed, Frieden und Segen sei auf ihm, das sogar verboten, dass man sich mit jemandem, der den Islam so schlecht macht und den Propheten ständig beleidigt, der sich überhaupt unterhält. Aber das scheinen die nicht zu wissen. Und das sagt er auch denen nicht, weil er braucht ja diese Anrufe für seine bescheuerten Community. Also in diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal, schönes Wochenende aus Frankfurt.